Ja, muss es doch hier weitergehen eigentlich. Machen wir das noch mal aus. Wieder zurück in dein Loch. Mein Gott, ey, hier sieht's ja aus. Hören wir mal auf mit diesen ganzen Zombies. Was hat die denn da für einen Scheiß ausgebuddelt, ey? Na super. Da bist du noch einmal.
Ein Schockhammer. Ja, toll. Medikit wäre nicht schlecht. Ja, Z über haben wir so massig an Munition. Jetzt haben wir kaum noch was, wa? Granate, Granate. Mein Ober, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, ne? Aber diesmal verbrennen Sie. Sie sind dieser Drecksamerikaner, oder? Der meinen Jäger Rudi getötet hat, hm? Ich muss sagen, Sie sind ganz schön zäh. Was haben wir denn da? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so merkwürdig und unvorhersehbar. Ich könnte sie... Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind, das im Wald nach Schätzen gräbt. Ja, super. In diesem Moment wird Geschichte geschrieben. Ich gehöre jetzt zu den größten Abenteurern dieser Welt. Für mich sind sie nicht als ein Regimeschwein. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korinthenkacker hier. Sehen Sie, der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Ziel. Was zur Hölle hast du da? Fürstule. Oh, hallo. Du bist also König Ottos kleines Geheimnis, was? Was? Aber keine Angst, ich bin jetzt da. Und ich habe lecker, lecker Fleisch für dich. Ja, amerikanisches Fleisch. Gargamel! Gargamel! Na bitte. Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie? Warum ist da schon Blut an der Schnauze? Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich gestehe, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna, Bicke! Das ist krank als irgendwie Animes oder so, die ich kenne.
Ja, genau, kämpft noch gegen mich, anstatt gegen das Vieh. Oh fuck. Au. Vollidioten. Boah, diese dämlichen Idioten. Entschuldigung, aber anstatt an gegen das Schicht zu kämpfen. Nein, was machen sie? Sie kämpfen gegen uns. Ich könnte es so kotzen. Oh, jetzt ist es sauer. Das ist ein Fehler. Autsch. Das für ein Vieh. Ja, das ist gut. Das ist bestimmt gut hier. Halt mal schnell. Ich will nicht Munition für Regimeaffen. Okay, stirb nicht. Stirb du zuerst. Jetzt stirb du. So, ich würde sagen, das. Ja, schön, dass du die Kontrolle verloren hast. Das sehen wir aber erst im nächsten Part. Tschüss.